fast täglich kulturell unterwegs. Der auditive Veranstaltungskalender für Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres kleinen Kulturkalender-Podcasts. Aktuell sind wir eher ein- bis zweimal in der Woche auf Sendung, aber auch das ist ja fast täglich. Mein Name ist Aaron Schmidt von Kultor und wir sprechen heute über Premiere, Vernissage oder einfach zum ersten Mal. Das Orangerietheater im Kölner Volksgarten in der Südstadt befindet sich gerade in einer bewegenden Phase. Die Sanierung schreitet voran und wie schon in den letzten Jahren wird parallel der Spielbetrieb aufrechterhalten. Die Sommerpause wird genutzt, um ein spannendes neues Format zu starten. Am Sonntag, dem 11. August um 17 Uhr, gibt es die erste Ausgabe von Unruly Readings. Literatur trifft auf Performancekunst und wird mit einem gemeinsamen Essen verbunden. Die ersten drei Veranstaltungen der Reihe stehen unter dem Thema Widerspenstigkeit. Es startet an diesem Sonntag mit Widerspenstige Körper. Der Termin ist fast ausverkauft. Und am 8. September folgt das Thema Widerspenstige Natur. Der dritte Termin steht noch nicht fest, aber die PerformerInnen werden sich mit den widerspenstigen Bühnen beschäftigen. Alle weiteren Infos und Tickets gibt es auf kultur.de. Den direkten Link findet ihr in den Shownotes. In Kürze, in aller Kürze. Aktuell laufen, wie bereits mehrfach berichtet, die Festivals von Händen und Musik im Bunker K101 und an diesem Wochenende das Green Parrot Festival für Folk und Bluegrass. Mit dem Green Parrot startet auch der Kunstsommer vom Atelier Mobil mit einer Woche spannendem Programm auf der Pferdekoppel der Siedlergenossenschaft Kaltscheurer Weg in Köln-Zollstock. Außerdem bespielt aktuell das NN-Theater mit seinem Freiluftfestival den Friedenspark in der Südstadt. Alles wärmste Empfehlungen unsererseits. Ausblick. Ende August, vom 26. bis 28. wird nach langem Kampf und vielen Anstrengungen endlich die neue Heimat des zeitgenössischen Zirkus mit einem besonderen Programm eröffnet. Das Kreationszentrum für zeitgenössischen Zirkus, angelehnt an die englische Übersetzung CCCC genannt oder CCCC, im Osthof der Hallen Kalk präsentieren ein Festival, das es zuvor nicht gab. Zeitgenössischer Zirkus zur Schulzeit, kurz ZISCH. Das Festival richtet sich im Speziellen, aber nicht ausschließlich an Schulklassen und Kitas und das mit einem solidarischen Preissystem. Es geht um möglichst niederschwellige Teilhabe. So könnt ihr, ob allein oder als Gruppe, auch für 0 Euro die Vorstellungen besuchen. Ihr könnt aber auch so viel zahlen, wie ihr könnt und wollt. So oder so bitten wir euch vorab über Kultor anzumelden bzw. die Tickets zu buchen. Die ersten Shows sind bereits ausgebucht. Alle Infos zu den Preisstaffelungen und zum Programm findet ihr auf Kultor. Den direkten Link zum Festival packe ich in die Shownotes. Damit sind wir wieder am Ende von fast täglich kulturell unterwegs und ich danke für die Aufmerksamkeit. Feedback gerne per Mail unter podcast@kultor.de und auf Instagram @kultor. Mein Name ist Aaron Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Naja, das reicht. Fast täglich kulturell unterwegs. Der unregelmäßige Veranstaltungskalender von Kultor für Köln. Von und mit Aaron Schmidt.